willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part der Spielerkarrieremodus. Ist ein bisschen her, dass wir das hochgeladen haben, aber heute gibt's mal wieder eine Episode und naja, was soll ich sagen, wir sind wieder bei Luton Town und gegen Northampton geht unser nächstes Spiel im ehemaligen Verein von Adebayo Akinfenwa. Stehen in der Startelf, wie eigentlich auch das Ganze ja sein muss und wie wir das gewohnt sind. 66 Balltechnik, 72 körperlich, 61 Schießen. Wir werden besser, aber es fehlt noch einiges und eine gute Silberkarte bin ich immer noch nicht. Gut, Tyler Williams, Lacey Wilkinson, Griffith, Rooney, Drury, Doyle und Howells zusammen mit Guthridge stehen hinter uns und wollen uns hier, ja, im Idealfall zumindest weiter an der Tabellenspitze halten. Wir haben einen Punkt Vorsprung und vor Northampton sind es genau drei. Das heißt, weil wir eine schlechtere Tordifferenz haben mit der Niederlage, würden die an uns vorbeiziehen. Das heißt, wir müssen gewinnen. Ich werde mich anstrengen und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der ersten Szene. Vielleicht mal die erste gute Szene jetzt. Der Lupfer auf mich, okay. Er sollte wieder keiner frei. Herrlichkeit. Egal, Ballbesitz ist noch da. Mal schon mal hinten rum. Wieder einen Ball fordern mit der Hacke. Wunderbar gespielt. First Touch auf Du. Konterchance, Konterchance. Ja, okay, noch ist die Konterchance da. Okay, ich bin langsam. Eieiei. Oh Gott, was war das für ein Pass? Egal, den kriegt Rooney noch. Flanke kommt. Ich bin da, ich komme aber nicht ran. Schade. Wäre die erste gute Torchance gewesen. Ich würde mich freuen, wenn sich jemand mal anbieten würde, ne? Aber jetzt in der Mitte stand gerade mal zumindest ein halber frei. Wir haben jetzt 30 Minuten rum, ne? Wir hatten bisher diese eine halbe Chance da, die ich euch gezeigt habe. Sonst geht absolut gar nichts. Ich bin auch immer noch der Meinung, mit besseren Teamkollegen würde hier alles viel besser laufen. Aber meine Teamkollegen haben nicht die Fähigkeit, jetzt mal... Oh, toll. Genau in dem Moment läuft der dazwischen und der andere läuft auch wieder hinter den Gegner. Sie haben nicht die Fähigkeit, sich frei zu laufen. Sie haben nicht die Fähigkeit, Pässe zu spielen. Sie haben nicht die Fähigkeit, gar nichts zu machen eigentlich. Das ist wirklich schrecklich. Ich muss quasi mit nach hinten laufen, um irgendwas hinzukriegen. Und ich muss mit nach vorne laufen, um alles zu machen. Und... Es ist ganz, ganz komisch jetzt auch. Vielleicht nochmal hier. Zack, okay, vorbei. Er passt gut. Er springt immerhin drüber. Uiuiui, jetzt vielleicht nochmal in den Lauf. Ja, sowas meine ich. Vorbei am ersten. Ah, guck mal, es ist keiner mitgelaufen und ich bin langsam. Ich bin langsam. Ich muss schneller werden. Ich hätte mich klein machen sollen, wäre ich wenigstens schnell gewesen. Komm. Dankeschön. Ich hätte gerade passen können, aber er ist nicht weitergelaufen. Er ist nicht in die Lücke gelaufen. Der Wackler. Pass, pass, pass. Jawohl, die Bude ist da. Die Bude ist da. 1:0. Wer hat es erreicht, beziehungsweise wer hat es hier vorgelegt und alles Mögliche am besten gemacht? Ich war es, ja. Hier mit dem Wackler, beziehungsweise Übersteiger. Und dann der Pass durch die Beine oder an den Beinen vorbei. Und der eiskalte Abschluss zum 1:0. Der gute Ball in die Spitze, deiner laufe ich sogar noch, der Schuss mit, nein, Mann, Alter, mein Abschluss ist einfach noch nicht gut genug, aber an sich war es ein schöner Konter. Erster Schuss und erstes Tor, oh mein Gott, ich wollte erst noch lobend erwähnen, dass wir wirklich hinten sehr solide drin stehen und dann kommt sowas und versaut mir wieder meine Quote, jawohl. Schön noch genau richtig gelaufen. Die Ballrolle am Verteidiger vorbei. Bitte, 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 bitte. Machen rein. Machen. Oh mein Gott, das ist so schlecht. Ich fasse es nicht, dass der nicht reingegangen ist. Oh mein Gott. Wie kann man denn so einen schlechten Abschluss haben? Noch eine Ecke. Komm jetzt ab. Oh. Ich fasse das echt nicht. So, komm. Jetzt aber. Die war echt schlecht, die Ecke. Spring doch nicht drüber. Okay, spring drüber. 1:2. Jawohl. Das 1:2 aus unserer Sicht. Beziehungsweise, nee, aus unserer Sicht das 2:1. Und ein Stern. Oh, 3 Sterne Skills. 4 Sterne Skills, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Oh, vielleicht. Und ein Tor mit links. Ein Tor mit links. Okay. Oh, 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 oh. Jetzt aber der Konter. Und Leute, wir stehen jetzt auf Abwehrriegel. Aber ich kann euch eine Sache sagen. Ich habe endlich Forster Skills. Ist das nicht geil? Und jetzt noch das Tor machen und alles ist gut. Jawohl, 3:1. Wenn das mal kein geiles Spiel hier ist. Ich meine, gut, ich habe zwar ein paar hundertprozentige vergeben, ne? Aber es ist jetzt meine zweite Bude in dieser Partie. Eine Vorlage, also wenn das keine Man of the Match Performance ist, dann weiß ich auch nicht. Mal kurz die Forster Skills demonstrieren. So, okay.
Okay, das war keine Demonstration, sondern eine Gegendemonstration. Aber egal, wir haben gewonnen und zwar mit 3:1 ist das Spiel schon vorbei. Ich muss sowieso kurz einen Cut machen, von daher passt es ganz gut. Wir haben eine 9,4er Bewertung, 2 Buden gemacht, eine Vorlage. Also es war eine richtig gute Partie von uns. 9,4er Bewertung, endlich mal eine Bewertung, die ich auch verdient habe. Und auch mit deutlichem Abstand zu jeglichem anderen Spieler in unserem Team. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir in die nächste Partie, beziehungsweise sehen uns gleich im Hauptmenü wieder. Und dann geht's in die nächste Partie. Bis gleich. MGT ist einfach unschlagbar, Lutentown Trainer. Ja, da bin ich vollkommen mit konform. Also, das sehe ich hundertprozentig genauso. Ja, das war so eine geile Leistung gerade, ne? Oh, war das Hammer. Ich würde sagen, wir haben unsere Ziele fast erreicht. Warum ist ein Tor? Ich habe 5 geschossen. Ach so, ja, gut. Das war ein richtig guter Monat. Wir sind im Dezember, das heißt, wir können eventuell bald wieder weg. Gott sei Dank. Also, vielleicht. Mein Pro. Wir haben auf jeden Fall irgendeine Auswahlmöglichkeit, glaube ich. Oder? Ich weiß es noch nicht. Mal schauen auf jeden Fall. Wenn wir gleich mal irgendwann angekommen sind. Generell Spieltermin. Vom 10. auf den 6. Januar. Von mir aus. Ein Mann für die Zukunft, Lucas Hernandez. 6,6 ein Tor und 18% Torquote. Das in 4 Spielen sollte ja definitiv in Ordnung gehen. Was hat er geschrieben? 2 schwere Brocken? Steht das da nicht mehr. Toll. Egal. Kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der ersten Szene gegen Wickham mit Tyler Williams, Lacey Wilkinson, Griffith, Rooney, Drury, Doyle, Howells und Guttridge. Bis zu diesem Ballbesitz jetzt. Okay, warte. Ja, okay, wir haben Ball. Wir haben Ball nicht mehr, weil ich einen Fehler mache. Egal. Wickham hat 90% plus Ballbesitz. Wir haben bis jetzt, glaube ich, einmal den Ball gehabt. Zweimal. Ich habe gerade wieder verkackt. Jetzt haben wir ihn wieder. Und jetzt muss man schnell gehen. Aber ich kann nicht laufen, weil ich natürlich erstmal langsam aufstehen muss. Und keine Ausdauer auch mehr. Aber ich habe jetzt schon wieder halbe Ausdauer runter. Es ist so asozial, diese Spieler, ne? So, komm. Give me the fucking ball. Give me the ball halt nicht. Da werde ich von den Beinen geholt. Hol den Freistoß, Freistoß, Freistoß. Oh, so ein Lappen. Toll. Mal wieder eine Ballaktion. Das gibt's ja gar nicht. Das ist erstmal seit Ewigkeiten, dass ich einen Ball habe. Kann aber nichts machen damit, so wirklich. Mal Roulette Spin. Oh, toll. Okay, aber noch habe ich einen Ball, noch habe ich einen Ball, jetzt habe ich ihn nicht mehr. Egal, das war das erste Mal seit Ewigkeit wieder, dass wir Ballbesitz hatten. Ich werde es gleich nach Pause mal zeigen. Also 85 oder 80% müssten es locker sein, die Ballbesitz haben. Die machen hier Bayern-Verhältnisse. Schießen aber nicht aufs Tor. Also vollkommen sinnlos bisher. Komm, komm, komm. Das gibt's nicht. Ich habe halt nur einen Stern Weakfoot, ne? Ich kann da nichts gegen machen. Wir haben jetzt gerade mal kurz den Ball gehabt, also ich jetzt vor allem, also jetzt, ich will jetzt nicht besonders mich hervorheben, aber ich hatte den Ball, also, ne, und das ist trotzdem ziemlich traurig, wir haben jetzt Halbzeit, ich schau mal auf die Statistik. Komm, go, go, go. 70 nur noch, naja, schlimm genug. Antritt, Schuss und, Mann. Perfekter Spin und dann kommt der Berber-Spin einmal zu spät, aber immerhin Foul gezogen. Ich wollte eigentlich schon vor dem Scoop-Turn den Berber-Spin machen, also quasi mit dem Scoop-Turn. Komm, 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 komm. Ja, ja, nein. Oh, ja, doch. Ja, nein. Oh Gott. Und wir hätten einen Freischuss rausgeholt, ich wollte es nur anmerken. Hochgenommen. Nein, da kommt der Schuss nicht mehr zustande in der 90. Minute. Das war wohl die letzte Chance der Partie, denn ich glaube, es kommt nicht mehr zu einer. Wäre zumindest überraschend, aber vielleicht, naja, nein, so nicht. So nicht, obwohl, nein. Nein, denke ich nicht. Ja, Spiel ist vorbei. Äußerst unaufregend, quasi keine Chancen, außer der eine Pfostenschuss und sonst meine beiden Torschüsse, nicht mal Torschüsse, Schüsse daneben halt, aber immerhin nicht verloren, von daher, naja, geht auf jeden Fall besser, aber was willst du machen? 5,9er Bewertung. Ich kann mich nicht beschweren, weil das Spiel war einfach scheiße. Lag wohl am Regen. Ich hoffe es zumindest. Dann wird es in der nächsten Episode, denke ich mal, wieder besser. Wir sind weiterhin, glaube ich, Erster. Hoffe ich zumindest. Wir haben ja ordentlich gespielt gegen Northampton und auch 4 Punkte geholt aus dieser Episode. Also geht das schon ganz gut. Klar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Einen Tag vor Weihnachten. Und ich wünsche euch bis dahin noch eine frohe Adventszeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.